Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt am Main, im Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Mädchen. An einem fantastischen Tag und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Die beiden Shuttle von Star Trek aus der Blue Bricks Pro-Serie, ganz genau so ist es. Einmal das aus der Original Series und einmal von Next Generation. Ganz hervorragend. 500 Teile 38 Euro und 550 Teile für 40 Euro. Es wird ein Fest. Ganz genau so ist es. Es sind für mich so ein bisschen mittlerweile meine Favoriten. Also, ich liebe meine große D. Keine Frage. Aber hier funktioniert es für mich noch alles ein Stückchen besser. Das funktioniert von der Proportion. Die Teile passen zu dem Modell irgendwie. Die D in der Größe ist noch einfach garstig super. Ich mag sie garstig umzusetzen. Und hier ist es ein bisschen einfacher. Ist alles ein bisschen leichter. Und das Ergebnis ist der Knüller. Es sind keine Spielmodelle, man kann sie aufmachen und reingucken und so weiter. Es sind im Minifigurmaßstab, das heißt, prinzipiell sind sie zu bespielen. Dieses Set hier auch, glaube ich, ohne Probleme. Hier habe ich mit den Warp-Gondeln ein Thema, wenn man das bewegt. Aber tue ich eh nicht. Also für mich geht es ums Platzieren. So wie, glaube ich, das 99% der Kunden machen. Und das sind wie ein Traum, vor allem. Also, ich meine, sensationell. Und hier ist natürlich die Form, das ist so schön. Ja, mit der Axt. Deswegen, es sollte auch langsam mal ein Volvo geben aus Lego, finde ich, einen alten 70er-Jahre-Volvo. Hier mit der Axt designt, ist es ein Traum. 80er waren vor allem bei Volvo besonders kastig, gell? Ich hatte einen 80er-Volvo, das Ding war 740er. Das kann man aus Lego gut bauen. So, aber jetzt hier Blue Bricks. Folgendes sind Schinkenbausteine. Ihr wisst Bescheid. Wahnsinnig viele Prints, keine Aufkleber, selbstverständlich. Stürzen wir uns mal rein ins Abenteuer und gucken, was dabei rauskommt. Sensationell. Passt auf. Was machen wir? Also, hier sind die beiden Boxen. Es gibt nicht wahnsinnig viel dazu zu sagen. Design vom Lizenzgeber. Die neuen Wellen, die jetzt 2022 kommen, werden ein bisschen anders aussehen. Aber hier die Geschichte. Und hier seht ihr mal, 493 Teile sind es genau. Und die Abenteuerrückseite. Nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Da seht ihr halt nochmal. Kasten. Gleiche Geschichte gilt jetzt natürlich auch hier für das Next Generation, das Galileo Goddard, das sind die beiden Shuttles, die umgesetzt worden sind. So, hier war ja Scotty drauf auch. Super Folge, oder? Besuch von der alten Enterprise. Großer Spaß. Gott, ist der dem Geordi auf den Keks gegangen. Anleitung. Jetzt mal eine exemplarisch. Ist ja eigentlich wurscht, welche man nimmt. Es sind Anleitungen, die keinerlei Rätsel aufweisen in irgendeiner Form. Und die alten Bauschritte sind ausgegraut, was bei einem weißen Modell ziemlich wurscht ist. Aber hier bei den Light Blue Gray Elementen seht ihr es, dass es gemacht wird. Es hilft ein bisschen zur Orientierung. Es ist die netteste Art, finde ich, eine Anleitung zu gestalten. Die Anleitung ist auch sehr matt. Das ist nett, wenn man mit Strahlern, so wie ich, baut. Dann sieht man ein bisschen was. Das Set habe ich mit euch live bei Twitch gebaut. Dieses hier habe ich offline gebaut. Also Probleme gab es in keiner Art und Weise. Das Einzige, wie gesagt, wir müssen gleich nochmal über die Konstruktion der Gondeln hier unten sprechen. Ich nenne die immer Warp-Gondeln. Es sind alles für mich die Gondeln auf jeden Fall. Wir sprechen da nochmal drüber. Beide Sets haben natürlich hier so eine kleine Plakette dabei. Ihr kennt das, ist natürlich ein Print. 6x6 Fliesen mit ein paar Details. Einfach nur, was da so dabei ist. Kennt ihr ja von allen. Ist ja nicht das erste Star Trek Set, was ich euch zeige. Aber es sind, denke ich, die am... Also ich glaube, die D ist das beliebteste Set. Aber die, glaube ich, werden die besten Reaktionen hervorrufen. Da bin ich mir sicher. Hier kann keine Bautechnik irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen, außer man heult jetzt lang wegen der Gondeln rum. Aber ansonsten, die Prints sind Weltklasse auf den Sets. Ich habe so einen Spaß. Und es passt alles. Und die sind super stabil. Also, ich glaube, das wird eine gute Geschichte. Falls ihr, wie gesagt, Fragen nochmal zu Einzelheiten im Bau. Könnt ihr durch das Video ein bisschen durchspulen, als ich es gebastelt habe? Dann sollte es keine Probleme geben. Bemessen. Einmal haben wir hier 26 cm in der Länge, 9 cm in der Höhe und Dicke über Gondeln 13 irgendwas. Hier drüben haben wir gut 20 cm, Dicke 12, Höhe 10. Alt oder neu? Mama, komm hier, ich will die. Noch sind sie dran, da freue ich mich. Also, guck mal hier. Das ist es. Und alles Prinz. Ja? Alles. Hier, auch da. Und vorne natürlich auch. Print. Es ist weiß. Ich weiß, es blendet wie Teufel jetzt hier. Super, 6x6 Fliesen hier oben drauf. Auch hier alles Print. Und auch hier Print. Auch dabei. Kleine Klappe zum Aufmachen, Antrieb und so weiter. So, und jetzt guckt gleich das Thema zumal, wie die gebaut sind.
Die sind super stabile Shuttle prinzipiell, aber das hier sind alles aneinandergereihte 2x2 Bricks mit ein paar Plates dazwischen. Und dann sind hier unten diese kleinen Spiegelchen daran gebastelt und hier die kleinen Noppen. So, dadurch sitzt es auch schön. Aber, und jetzt kommt das Thema, die hier unten sind immer wieder miteinander quasi abgesichert. Die hängen ja auch hier oben dran. Die sind ja auch Noppen drin und die sitzen dann von unten da oben dran, damit es passt. Aber dieser vordere Teil hier, den kann man hier abnehmen. Und da ist so eine Stange drin. Ja? Die müsste einfach länger sein. Deswegen machen wir es kurz, weil das hier kann ja nicht auseinandergehen. Also, die simple Geschichte, um das für euch zu regeln, hier seht ihr auch, das ist halt hier eine Bruchstelle. Und dieses Element ist das, in dem Löcher drin sind. Und dieses Element, in dem Löcher drin sind, hat dieses Kreuz durch nicht. So, das heißt, die vielen Ideen, die ich auch bekommen habe, ja, das ist ja kein Problem, einfach Stangen durch, ist halt ein Problem, wenn hier die Stange reingeht und das da aufhört. Und dieses Element gibt es im Bauuniversum. Ach, ich kann es ja mal. Hier natürlich genau das Gleiche, ja? Also auch wenn ihr es jetzt mal so absetzt zum Beispiel. Ja, wird immer, wenn ihr hebelt. Das ist die Sollbruchstelle. Da geht die Stange nicht weiter. So. Und jetzt kippt es auch. Also die arbeiten schon die ganze Zeit. Die haben ihre Daseinsberechtigung, haben ihren Sinn und sie halten auch. Aber natürlich ist es, ich glaube, da brauchen wir nicht lange drüber reden, wenn man hier vorne hebelt, wird hier hinten werden diese vier Noppen nicht halten. Das hat auch nichts mit der Klemmkraft zu tun, das ist einfach die Bautechnik. Söhrchen. Aber jetzt gehen wir mal auf die Details ein, die dieses Schiffchen hier noch am Start hat. Also nochmal, das hier ist hier vorne, ja, ist geklappt. Und das hier ist auch hier, ich muss mal hier so gucken, dass es nicht so blendet. Das ist echt rattenscharf. Was ich schade finde, sind hier diese Kanten an den Teilen. Ich weiß nicht, ob man da sich nochmal Mühe geben kann, dass man die nochmal mehr dreht, damit es dann mehr passt, das weiß ich nicht. Und diese zwei, ich weiß nicht, das müssen zwei Badges sein. Ah, seht ihr? Doch, hier, perfekt. Jetzt nicht bewegen. Der Stein ist dunkler. Seht ihr das? Ich sehe es auf meinem Monitor. Ich hoffe, ihr seht es auch gut. Dieser Stein ist dunkler als die anderen. Und es ist der identische Stein wie die anderen. Also das ist irgendwie zwei Lager. Weiß ist eine problematische Farbe. Das ist das größte Problem. Bei dem Schiff hatte ich das Thema gar nicht. Aber bei dem, diese großen Flächenelemente, das ist, weiß ist, ja, haben alle Hersteller. Ihr kennt das Problem. So, und dann nochmal von oben. Ihr habt jetzt auf der Seite mit Sicherheit schon erblickt. Genau, hier gibt es diese Stelle. Und das ist selbstverständlich. Jetzt muss ich gucken, dass ich dabei nicht unten das Ding, die Gondel abkloppe. Das passiert mir nämlich gar nicht. Hier oben ist ein kleiner hier so ein Barren drauf, der die ganze Sache hält. Und hier oben ist eine kleine Gegenkante, dass die Tür nicht reinfallen kann. Und da könnt ihr ins Innere schauen und da seht ihr auch schon die ersten Stühlchen. So. Das ist jetzt aber nicht der Traum. Ihr seht ja schon hier die Kante, die ich schon leicht losgerubbelt habe. Das machen wir doch mal. Die Befestigungen sind hier. Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, warum ich hier hinten, könnt ihr aber leicht machen, das ist eine 8er Fliese. Ich hätte eine 6er gesetzt und dann mit dem Jumperplate hier hinten, damit auch vorne nochmal ein Aufsatz hier ist. Und hier seht ihr das, was eure Tür blockiert, damit sie nicht durchfällt. Und jetzt kommt der Knaller. Ich habe so einen Spaß gehabt. Schaut euch die Prints im Cockpit an. Ja, entschuldige mal. Ist, als würdet ihr in dem Ding wirklich drin sitzen. Knallt, hier sind nochmal 6 Sitzplätze, also 8 insgesamt. Das ist jetzt hier hinten der Bereich, klassische Tür. Und da ist aber hier hinten nichts, wo man jetzt reingehen kann. Das ist einfach nur zu. Aber ich meine, oder? Drin auch gefliest. Und vorne dann genoppt fürs Cockpit. Und ich meine, die Prints sind einfach Weltklasse. Absolute Weltklasse. Macht mir richtig Freude. Unterseite ist fein. Gibt es auch überhaupt keine Schwierigkeiten. Alles dabei, große Platten. Kann nichts passieren. Ich mag es sehr. Ich mag es wirklich außerordentlich. Hab richtig Gaudi dran. So. Das hier könnt ihr natürlich einstellen. Das hier ist, das ist natürlich ein Winkel, den ihr einstellen könnt vorne mit den Kollegen. Wenn ihr das aber jetzt so macht wie ich und mit einem dummen Finger das machen wollt, wird es euch abspringen. Ihr müsst es natürlich festhalten, ja, damit das funktioniert. Weil die Klemmkraft von 8 Noppen, das wird nicht funktionieren. Das hebelt ihr raus, bevor die 4 Hinges alle gleichmäßig nach oben gehen. Da halten die 8 Noppen nicht, die sind sofort weg. So, und dann baut ihr das hier wieder drauf. Moment, jetzt habe ich keinen guten Winkel geschnappt. Kaputt gemacht. So. Und wie gesagt, ihr müsst drücken,
Sonst klappt es nicht. Also braucht man sich gar keine Illusionen machen, dass es geht. So, und dann haben wir das. Dann sind wir dabei. Also jetzt blendet es wieder so. Ich muss weiter nach hinten gehen. So, super Geschichte. Ich bin, warte mal, bei dem war es gar nicht, oder? Nee, bei dem bin ich mit allem happy. Oben auch die vier Fliesen sehen einwandfrei aus. Überhaupt keine Ausfälle, keine Kratzer, gar nichts. Die habe ich hier aber. Zeige ich euch sofort. Das habe ich hinten nicht festgedrückt. So, jetzt ist drin. Und ich hätte, seht ihr das? Hier. Da hätte ich gerne nochmal eine Noppe hier vorne, die das unten hält. Ich finde, es würde einfach schön aussehen. Weil es steht eh im Regal. Ich mache das doch nicht dreimal am Tag auf. Dann stört mich die Arbeit nicht, die man hat, definitiv, um das aufzukriegen. Stört mich weniger, als hier diese Kante mir immer anzugucken. Also setzt da vorne eine Jumperplate hin und die Sache läuft für euch. So, einmal das. Kurz stärken, alles schmeckt besser aus der Heldentasse. Wunderbar. Und kommt zu dem Shuttle. Das mir natürlich richtig Gaudi macht, weil das natürlich aus Next Generation, ihr wisst, das ist meine Welt. Und das hier hat das Gondel-Thema nicht. Die Warp-Gondeln hier, die sind integraler Bestandteil des Sets. Daran könnt ihr es einfach festhalten. Das ist egal. Das baut ihr. Ihr seht hier, die werden so. Die sind hier miteinander verbaut und dann an dem Set dran. Da passiert gar nichts einfach. Die sind, also es wurscht. An diesem Set gibt es nichts. Ich sag's jetzt, wahrscheinlich mache ich gleich irgendwas kaputt. An dem Set gibt es nichts, was ihr kaputt machen könnt. Es geht überhaupt nicht. Auch wieder Prinz, 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 überall. Hauptteil für mich ist diese Noppenreihe hier unten drunter. Die ich irgendwie gern weg hätte. Ich weiß nur nicht wie. Aber ich weiß es nie. Ich habe da nie eine Baulösung dafür. Ich habe noch keine bessere Baulösung dafür gesehen und ich selbst kann mir keine ausdenken. Also muss ich damit arbeiten, was mir hier gegeben wird. Das ist ein super Element hier drin. Das ist ein durchgehendes Element. In diesem Translight Blue finde ich, sieht Weltklasse aus dafür. Natürlich auch als Prinz, 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 Prinz. Ihr könnt es euch absolut vorstellen. Vorne auch die beiden Käseecken hier sind auch bedruckt. Ja. So wie man das halt haben möchte, selbstverständlich 1701D. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, das hier hinten ganz, finde ich auch schön, mit den kleinen Zubehörgeschichten, ein bisschen Werkzeug dran. Ihr bekommt wieder 100 Werkzeuge und ihr braucht nur die zwei. Das kann man aufklappen. Hier unten sind es auch keine Hinges, die so einen Widerstand haben wie hier, sondern das sind einfach C-Clamps von Plate Modified. Also überhaupt kein Problem. Das kann man dann aufklappen. Und dann kann man reinschauen. Drin diese beiden Bänke, vollkommen gefliest, selbstverständlich. Und vorne seht ihr es schon? Ihr seht es schon, oder? Oh ja, das wird gut. So, und das hier, warte mal, das Dach kann man doch hier... Ah ja, genau, schon einen Moment her, dass ich es gemacht habe, aber es geht. Das nehmt ihr einfach im Block ab. Wieso habe ich denn das versetzt? Ich gucke gerade, weil es nicht parallel ist und hier ist auch versetzt. Sollte ich das so machen oder habe ich das aus... Egal, es hält. Bin ich gerade gespannt. Ihr seht hier, da ist die Fliese und hier ist sie da. Also es ist ein bisschen, es ist nicht ganz, habe ich vielleicht wieder mehr im Chat gelesen beim Live-Aufbau als aufgepasst. Das sieht mir ähnlich. Also, der nächste Schritt, könnt ihr ein bisschen weiter gucken, was los ist und wieder nach vorne schauen. Oh, guckt doch mal, sensationell. Sensationell. Und jetzt könnt ihr auch noch hier hinten diese Scheibe, das sind nur ein paar Noppen links und rechts, die ihr da abnehmt. So, dann habt ihr die Scheibe. Und die ist auch, Moment, jetzt muss ich mal den Fokus drauf kriegen. Da. Hier seht ihr es. Hier die Kratzer. Da. Und da. Das ist schade. Das ist das Teil, was gelitten hat. Mit dem Rest komme ich klar. Und das sind dann das Cockpit. Ich meine, sind die Prints sensationell. Ach, das macht einfach Freude, dass das keine Aufkleber sind, die dann Mist aussehen, nach kurzer Zeit Schepp angebracht, irgendwas. Nein. Das sind richtig coole Teile. Die machen Freude. Und zwar für mehr oder weniger immer. Super Sache. Und es sind echt, ich meine, das sind auch alles, hier das ist alles Prinzen, ja? Ihr seht ja auch die Beschriftung da hinten, alles dabei, einmal komplett durch. Ach, ich finde, es macht mir einfach Spaß. Macht mir Shuttlecraft 15. Und ich finde es gut. Ich finde es einfach schön. Hier die großen 2x4 Fliesen dazu. Mag ich sowieso. Das ist so eine Teilegröße, die mir gut passt. So, und jetzt beim Reinbasteln müsst ihr nur wieder ein bisschen aufpassen, dass ihr mit diesen Kanten das hier wieder trefft, damit es da auch wieder sauber dazwischen geht. Und hier hinten sind diese 1x6 Fliesen und die müssen halt passen, damit es dann runtergehen kann, ja? Weil die müssen da dazwischen. Da müsst ihr kurz mal hingucken, setzt ihr drauf und ihr seid wieder startklar. Und sind wir startklar? Sind wir. Zugeklappt. Einmal frei. Das hier, finde ich, ist... Wegen der Stabilität
Hätten wir hier die Warp-Gondel-Situation irgendwie anders gelöst vielleicht? Das ist halt, finde ich, optisch natürlich besser umgesetzt. Hier sind klar diese vielen, dieses früh 90er Jahre abgerundetes Zeug. Das ist halt immer eine Schwierigkeit, das darzustellen mit Klemmbausteinen und so weiter. Das ist alles eine Geschichte. Trotzdem mag ich es von der Konstruktion enorm. Und das hier sieht eigentlich perfekt aus. Dafür würde ich es dann nicht mehr so viel in die Hand nehmen. Das hier kann man, das ist ein Spielset, wenn man möchte. Das geht. Es ist nicht konzipiert, aber es geht. Und das hier ist vor allem ein Weltklasse-Display-Moment. Ja, also läuft für mich. Hier so rum mit Türchen natürlich, damit man das sieht. Auch ein Print hier oben, gell? Die Türen. Klare Geschichte. Print, Print. Was meint ihr? Ich habe Gaudi. Also hier bin ich auch mal gespannt aufs Gesamtfeedback bisher. Nur Gutes zu den Sets. Ich kann mir bei den Bautechniken von den beiden nicht vorstellen, wer damit ein Problem hat. Und die Teile, die hier verbaut sind, sind auch nicht bekannt dafür, ein Problem zu machen. Ja, nicht alles irgendwie über ganz viele Schwierigkeiten, Teile irgendwie gelöst. Also das würde sogar mit den Teilen von vor 2 Jahren von Blue Bricks klappen. Da kann nichts schief gehen. Ich habe Gaudi gehabt. Und sowas freut mich dann. Freut mich doppelt. Genau, so ist es. Und wir warten natürlich auf die nächsten Wellen. Wir haben schon die Prototypen gesehen. Jetzt bin ich mal gespannt, was da kommt. Und ich werde alles bauen. Ihr kennt es. Wir werden uns alles gemeinsam anschauen. Vor allem dann auch live. Freut ihr euch auch immer. Machen wir natürlich auch wieder bei der nächsten Welle. Gar keine Frage. Hervorragend. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Habt nette Leute um euch und bis bald.